Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mickey Maus. Mickeys Safari in Leatherland. Ja, es geht weiter mit Mickey Maus Lernspielen. Beim letzten Mal hatten wir Mickey Maus Mathematik, jetzt haben wir Mickey Maus Buchstaben. Gut, ich bin gespannt, gehen wir auf eine pädagogisch wertvolle Reise ins Buchstabenland. So, wir spielen hier wieder auf Super Advanced. Wir sind schon richtig gut in den Buchstaben. Deswegen spielen wir auf Super Advanced. Es ist wieder für die Altersgruppe 3 bis 6 Jahre gedacht, dieses NES-Game. Mal schauen. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Lernspielen, habe schon selbst ein paar gemacht. Daher, sage ich mal, habe ich ein bisschen Expertise und kann da sagen, ob das so passt oder nicht. Könnten wir vertrauen oder auch nicht. So, da ist schon die Mickey Maus. Und der Goofy nimmt sie mit im Auto. Im SUV, nicht sehr umweltfreundlich, diese Mickey Maus, nicht sehr umweltfreundlich. Und da ist ein Igel. Killen wir den jetzt, ein Igel, oder ist das ein Freund? Nein, das ist kein Freund, okay, es ist kein Freund. Und ich kann ihn auch nicht einsammeln, Igel. Ich kann ihn nicht einsammeln. Wieso kann ich den Igel nicht einsammeln? Okay, nein, Igel kann man nicht einsammeln. Gut, ich hab's verstanden. Igel kann man nicht einsammeln. Ich kann mich nicht ducken, ich kann einsammeln, ich kann hüpfen. Und der Baum, der schaut ordentlich böse aus. Okay, ich hüpfe mal drüber. Ah, und da muss ich irgendwas einsammeln. Wie sammelt das ein? Aha, ich habe ihn eingesammelt. Okay. Ist das eine Brücke oder ist das keine Brücke? Es ist eine Brücke, aber die Brücke ist ziemlich schlecht gepixelt, Leute. Was ist mit dir da? Das ist ein Schwammerl. Das kann man... Okay. Ah, über die Brücke tut er balancieren. Schaut euch das mal an. Das ist lieb gemacht. Okay. Das ist lieb gemacht, aber die Brücke selbst... Naja, weiß ich nicht. Aha, da kann ich unten durchkraxeln, aber ich möchte oben drüber. Ah, und nach der Hülle tut er sich abputzen. Nice. Das ist... Das, also solche Details, das ist doch nett. Okay, was machen wir jetzt? Brauche ich irgendeinen bestimmten Buchstaben oder ist es wurscht? Hey, habe ich jetzt mal. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht ganz verstanden, was ich machen soll mit dem Buchstaben. Da kann ich auch. Oh, der Baum, der schaut nicht mehr so gesund aus. Da kann ich wieder drüber balancieren. Auf den Hüpfen. Also von der Steuerung funktioniert das echt gut. Aber was soll ich da machen? Muss ich da immer denselben Buchstaben vielleicht erwischen? Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergeben würde. Schau mal, ob ich das schaffe. Ah, viel zu langsam, okay. Aber was ist das? Was ist das? Aha. Was war jetzt los? Jetzt liest es mir die Buchstaben vor und dann freut sich die Mickey Maus. Okay, jetzt haue ich das da rein. In die Goofy-Maschine. Und Goofy macht draus. Was macht er draus? Aha. Ah, der macht mir einen Buchstaben draus. Und ich muss den Buchstaben jetzt einsetzen. Oh, das ist ganz nett. So. Um sich an die Buchstaben zu gewöhnen, wie die aussehen. Einfach. Und sie sagen es auch nochmal mit der Sprachausgabe, was nicht selbstverständlich ist am Ende. Es gibt wenig Spiele mit Sprachausgabe. War damals richtig schwer zu machen. Okay. Haben wir das jetzt geschafft? Müssen wir anders sehen? Ich gehe mal da zu den Pyramiden. Oh boy, hat sie gesagt. Was ist, wenn es ein Mädchen spielt? Sagt sie dann auch oh boy? Oder habe ich es falsch verstanden? Ah, da sind wir schon bei den Pyramiden. Es dürfte aber auf derselben Engine laufen wie das Mathe-Spiel, weil es sind genau die gleichen Sprites und Bewegungen hier. Ja klar, warum
nur mit einem Spiel abcashen, wenn man auch mit zwei Spielen abcashen kann. Macht durchaus Sinn. So, dann, was kann ich da raufdrücken? Also, nein, darf ich mich einsammeln, okay. Was haben wir denn noch nicht? Und B haben wir noch nicht. Und jetzt? Kann ich da irgendwas machen damit, wenn ich draufgehüpft bin? Schlange? Nein, ich kann ich auf die Schlange draufhüpfen? Schlange draufhüpfen? Ja, haut hin. Aber, da quasi die Schlange als Trampolin hier. Aber das geht so auch. Geht so auch. Okay, da kann ich wieder einen Buchstaben holen. Ich wollte eigentlich das B haben. Okay. Und jetzt kann ich da raufklettern? Irgendwie? Also wenn ich da runterfall, bin ich dann tot? Aha, da geht's einfach weiter. Okay, da ist noch letzte Buchstabe. Bad. Man nimmt irgendwelche Buchstaben ein. Und das sind gar nicht die, die man da einsammelt. Das hat mit dem Timing, glaube ich, gar nichts zu tun. Sondern da schreibt man immer ein Wort hin. Aha. Okay. Da schreibt man dann einfache Wörter hin. Und das hat keinerlei Timing-Funktion. Interessant. Warum hat man das so gemacht? Verstehe ich nicht ganz. Verstehe ich nicht, warum man das so gemacht hat. Macht doch nichts. Ich muss es auch nicht unbedingt verstehen. Okay, ein Bett. Man sagt immer, oh boy. Das wird nicht. Okay, und jetzt kriege ich ein B wahrscheinlich raus. Oder? B wie bad. Und das muss ich jetzt einsetzen. Nein, ein P. Wieso? Wieso kriege ich jetzt ein P? Das ist mir jetzt nicht ganz klar, wieso das P. Ich hätte jetzt eher, jetzt haben wir gerade bad gelernt, jetzt haben wir mit B. Warum dann nicht das B bekommen, sondern das P? Ja, und ich sage das absichtlich, die Aussprechlaute, weil so lernt man das auch in der Vorschule. Man lernt nicht B und D, sondern eben die Laute, so wie man es ausspricht. Deswegen mache ich das hier auch so. Alles pädagogisch korrekt hier, Leute. Alles pädagogisch korrekt. Falls sich irgendjemand dieses Video anschaut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Zielgruppe dafür gibt. Haut mir das in die Kommentare, wenn ihr sagt, ich habe Buchstaben gelernt mit Rob. Wenn das in die Kommentare schreibt, dann freue ich mich. Dann hat es wirklich jemand gesehen, wie ich NES Lernspiele spiele. Da gehe ich mal. Ich gehe da nochmal durch, damit ich mich abputzen kann. Das ist nicht so nett. Sich herrichten. Ist wieder sauber, die Mickey Maus. Nur eine saubere Maus ist eine gute Mickey Maus. Und der schleudert mich hoch. Ja, das ist nett gemacht. Aha, da ist die Brücke jetzt ganz anders gemacht. Okay. Ja, nochmal mit dem Pferd, bitte, danke. Und wieder einsammeln. Schon wieder das gleiche, sammle ich ja, danke ich. Das Wort hatte ich ja schon. Gibt zu wenig Worte. Nein, fast. Nein, nicht das gleiche Wort. Bag, also Tasche. Okay, und hier unten ist das Level auch schon wieder fertig. Bag. Schade, dass es nicht auf Deutsch gibt. Aber ich sag mal, kann man trotzdem Englisch damit lernen? Wie geht's vielleicht? Wenn sie ein bisschen älter sind, vielleicht jetzt nicht mit 3 oder so. Also meine sind sehr an Englisch immer interessiert. Weil sie wissen, wenn man Englisch kann, kann man auch viel mehr Videospiele spielen und verstehen. Ich glaube, das ist die Motivation bei meinen Kids, Englisch zu lernen. Videospiele auf Englisch spielen.
Okay, weiter geht's mit der Mini Maus. Goofy nimmt uns mit zum nächsten Level. Und ich bin schon auf 10 Minuten, sehe ich gerade. Aber das eine mache ich noch, weil es nett gemacht ist. Und weil... Aha, jetzt fangen wir mit dem hintersten Buchstaben an, mit dem T. Ja, und die Sonne ist lieb. Ah, wie komme ich da runter? Ah ja, da komme ich runter. Schon gespannt, welches Wort jetzt kommt. Da muss ich glaube ich rauf, oder? Was ist da? Ah, Mickey Mouse kann eh schwimmen. Na lieb, wie sie da schwimmt, Mickey Mouse. Aber mir fehlt noch ein Buchstabe. Mir fehlt dann noch ein Buchstabe. Komm an, Mickey Maus. Ja, da oben ist sie. Wie komme ich da rauf? Achso. Chat! Hey! Die kann ja voll. Machen wir mal nochmal. Mickey Maus kann ja voll runterhüpfen. Und? Ein Hosenboden-Crasher. So, rein ins Wasser und aufsammeln das Zeug hier. Mickey Maus Safari in Leatherland. Chat! Sehr gut. Da freut sich die Mickey Maus. Welchen Buchstaben bekommen wir jetzt? Nehmen wir jetzt gerade Chat als Wort und wir kriegen wieder irgendeinen Buchstaben, glaube ich. Es ist wieder irgendeiner. Der nichts mit Chat zu tun hat. Oder? Ja, genau so ist es. Finde ich schade. Warum haben sie das so gemacht? Warum haben sie nicht da den Bezug weiter zu den Buchstaben, die man gemacht hat, weitergebaut? Verstehe ich nicht. Also, das ist. Bisschen Schwachpunkt. Ist schade. Hätten sie einfach weiterziehen können. Das Lernen der Buchstaben so ganz gut. Wenn immer der Anfangsbuchstabe auch gleichzeitig ist, der ist, den man bekommt. Oder zumindest vorkommt im Wort, wäre auch schon mal was. Aber einfach irgendeinen. So, gut. Oder so als Achievement-System, dass man alle Buchstaben einsammelt, bis das Alphabet voll ist, ist eigentlich eine super Idee. Finde ich eine super Idee. Ja, sagen wir mal, das war's. Das war's mit der guten alten Mickey Maus. Mickey Maus Safari in Leatherlands. Ganz gutes Lernspiel. Altersgruppe, passt, wenn man Englisch kann, voll. Für deutschsprachige Kinder kann man das Alter ein bisschen nach oben schieben. Aber ich bin mir sicher, es gibt auch deutschsprachige Kinder, die gerne ein bisschen was mit Englisch machen. Wie weit das sinnvoll ist mit 3 Jahren, das bezweifle ich. Aber es gibt ja auch zweisprachige Kinder, also für die ist dann das vielleicht genau das Richtige. Ich sage danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter ohne Lernen, was ich so gesehen habe. Das versagt meine Stimme noch zum Schluss. Oh, oh, oh. Ich muss schnell Schluss machen. Danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr mit mir ein bisschen Buchstaben gelernt habt. Und abonnieren nicht vergessen, da gibt es jede Menge NES-Games, die ich noch nicht gezockt habe. Nichts verpassen. Ciao, ciao.